Die Belegschaft der AEG-Turbinenfabrik protestiert auf das Schärfste gegen die von der Zonenregierung getroffenen Maßnahmen der Abschnürung des Ostsektors und der Zone von West-Berlin. Die Belegschaft der AEG-Turbinenfabrik erwartet vom Berliner Senat, der Bundesregierung und den Alliierten Gegenmaßnahmen, die der Zonenregierung klarmachen, dass die Freiheit Berlins unantastbar ist und dass die Verletzung der Menschenrechte nicht tatenlos hingenommen wird. Belegschaft und Betriebsrat der AEG-Turbinenfabrik. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AEG-Turbine, diese Meinungsäußerung, diese spontane Willensbekundung dieses Betriebes der AEG-Turbine ist überzeugender noch als alles, was wir hier sonst im Rathaus Schöneberg sagen können. Ich möchte, bevor ich mich zu einigen konkreten Fragen äußere, hier ein menschliches Wort und einen herzlichen Appell richten an einige der Kollegen, die mit hierher gekommen sind, aber auch an einige, die ich eben gesehen habe, auf der anderen Seite des Maschendrahts und des Stacheldrahts. Unter ihnen sind einige, die aus Gründen, die ich jetzt gar nicht untersuchen will und über die ich nicht rechten will. Die Zeit ist nicht dazu da, dass wir zurückschauen. Die Zeit ist dazu da, dass wir voranschauen. Aber es sind einige dabei, die bis in diese Tage, bis zum heutigen Tag geglaubt haben, dass ihre Interessen bei der Einheitspartei am besten aufgehoben wären. Und ich will jetzt, dass einfach der Einzelne, den das angeht, sind einige wenige, dass der in sich geht und sich fragt, ob er nicht das Buch kaputtreißen sollte. Ob er nicht das Buch kaputtreißen sollte in dieser ungeheuerlichen Situation, damit er als einer von uns dasteht. Aber mein Wort richtet sich nicht nur an die Einzelnen, die ich eben gemeint habe, sondern mein Wort richtet sich an Landsleute, die als Angehörige der Betriebskampfgruppen, die als Angehörige der sogenannten Nationalen Volksarmee und die als Angehörige der kasernierten Volkspolizei in unserer Stadt, an der blutenden Grenze dieser Stadt bewaffnet haben, Aufstellung nehmen müssen. Und mein Wort lautet, was immer kommen mag, lasst euch nicht dazu missbrauchen, auf Berliner Mitbürger und auf deutsche Landsleute zu schießen.